Hey ho, Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Und wir machen auch mal gleich sofort weiter mit unseren Missionen, bei denen wir eigentlich als letztes stehen geblieben sind, ein paar bestimmte Objekte zu untersuchen, soweit ich mich erinnere. Ja, genau, hier auf der Map hier sind ja eigentlich ja überall noch Schriftrollen markiert. Und ich muss da ja diverse Orte ja erkunden, soweit ich mich erinnere. Gut, ich weiß ja, wie ich auch eigentlich ja sehr schnell dorthin komme, indem ich ja einfach die Teleportstatuen benutze. Also machen wir das einfach mal. Und jetzt muss ich mal überlegen, wo war ich überhaupt stehen geblieben? Ja, okay. Muss ich mal schauen. Okay. Ich weiß schon, welche ich jetzt als nächstes machen kann. Gucken wir mal nach. Zuallererst wollte ich ja gerne hier das Haus vom Oberältesten haben. Genau, das war ja erstmal die nächste Schriftrolle hier, die markiert wurde. Gut, dadurch begibst du dich hier hin. Oberältestenhaus, bist du sicher? Ja, bin ich. Gut, dann machen wir das mal. Ach ja, bevor ich es ja noch vergesse hier zu erwähnen, ihr seht es ja vielleicht schon, wir tragen ja ein bisschen neue Klamotten. Ja, das liegt eigentlich ja daran, dass ich jetzt einfach mal offscreen ein wenig Parallelquests gemacht habe und mir neue Skills eingeeignet habe. Ja, eigentlich nichts Besonderes. Also zu einem trage ich ja erstmal hier Son Gokus komplettes Muten Roshigi, welches er ja hier ja zu Beginn von Dragon Ball Z getragen hat. Und auch so gegen das Ende von Dragon Ball. Ja, und ich habe ja auch sogar neue Fähigkeiten erhalten. Also ich habe jetzt eigentlich ja so ein paar Ausbilder-Events gemacht und mir jetzt dadurch eigentlich ja so einige neue Skills hier angeeignet. Unter anderem jetzt hier Piccolos Spezial-Höllenspirale, den dreifachen Neostrahl oder auch die Neo-Kiku-Kanone von Tenshin Han ist das ja. Und dann natürlich noch so ein paar andere Sachen. Also ich war auf jeden Fall so ein bisschen fleißig, kann man schon mal sagen. Aber ich dachte mir einfach mal so, naja, das muss ich jetzt nicht alles unbedingt in der Aufnahme zeigen, weil das echt verdammt lange gedauert hat. Nee, und wir wollten uns ja eigentlich ja ausschließlich ja hier nur auf die Story konzentrieren während des Let's Plays. Deswegen, ja, habe ich das alles einfach offscreen gemacht. Gut, dann wollte ich mir das hier anschauen, das Haus des Oberältesten. Der eigentlich ja zu diesem Zeitpunkt schon längst tot sein soll, aber was soll's. Ja, willkommen auf dem Planeten Namek. Und hi, Dente. Wer bist du? Oh, du bist keiner von denen. Jetzt bin ich erleichtert. Aber es ist hier zu gefährlich für dich. Bitte, du musst verschwinden, solange du noch kannst. Warum? Ich will hier nicht verschwinden. Und was bist du für einer? Was für eine faszinierende Welt. Ist das nicht eine unglaublich emotionale Erfahrung, unsere verlorene Heimat wiederzusehen? Aha. Okay, du Typ da bist Namekian, aber du siehst nicht aus wie einer, oder? Nicht so ganz. Also das ist irgendwie so ein Mischen, aber ich kann da so eine neue Mutation wahrscheinlich. Falls sowas überhaupt möglich ist, das weiß ich ja gar nicht. Ja, auf jeden Fall, hier sind viele verschiedene Namekianer unterwegs. Sogar auch der gute Nail ist hier, der ja eigentlich ja immer noch in Piccolos Körper stecken sollte, aber egal. Wer genau bist du? Du kommst nicht von hier. Nun, du scheinst mir nicht böse zu sein. Ein mächtiger Feind hat dieses Land geschändet. Du solltest verschwinden, solange du noch kannst. Was zum Teufel ist hier los? Ah, auf jeden Fall, da ist ja unser Zeitsoldatenkollege. Jo! Was gibt's? Die Kaioshin der Zeit hat mir alles erzählt. Ich bin der drittälteste der fünf Murasaki-Brüder. Mein Name ist Cha-Cha. Ich versuche zu ergründen, warum das Oberältestenhaus auf Namek von einem großen Zeitspalt umhüllt worden ist. Mit den namekianischen Dragon Balls vor Ort werden wir dauernd angegriffen. Das ist sehr anstrengend. Wir haben zu wenig Leute, die helfen können. Kannst du regelmäßig für uns patrouillieren? Vielleicht will der Oberälteste dich belohnen. Weißt du, ich bin ihm immer noch nicht begegnet. Ich habe übrigens gehört, dass hier jemand auf Gartenbau steht und aus irgendeinem Grund andere Dinge anbaut als Ajisa. Das soll Ajisa sein, keine Ahnung. Du solltest dich da mal vorstellen. Vielleicht kommst du etwas Besonderes. Okay, warum eigentlich nicht? Beim Oberältestenhaus kannst du den Frieden sichern, indem du regelmäßig angebotene Quests erfüllst. Du erhältst eine Nachricht, wenn eine Quest verfügbar ist. Wenn du eine Quest links liegen lässt oder dabei verscheiterst, hat das Oberältestenhaus darunter zu leiden. Wenn du gewissenhaft bist und die dortige Ruhe bewahren kannst, wirst du für deine Anstrengungen belohnt. Zusätzlich kannst du den Bewohnern in den Feldern Objekte geben und als Dank dafür andere Objekte im Tausch erhalten. Du erhältst mehr Objekte, wenn dein Charakter Namekianer ist. Ist er nicht! Aber ist mir jetzt eigentlich auch egal. Und ja, mit dir können wir reden, nicht wahr? Ja, okay. Gut, das hast du schon gesagt. Ein wahrlich starker Feind hat dieses Land verwüstet. Du solltest gehen, solange du noch kannst. Was? Du willst bleiben? Ist dir klar, dass du dir in einen heftigen Kampf verwickelt werden könntest? Ich bin mir da sicher. Schütze die Dragon Balls. Okay, was kann ich noch machen? Du bist also bereit zu kämpfen, wenn es darauf ankommt, zähle ich im Kampf auf dich. Sie kommen und auch noch so früh. Naja, Zeit, dass du mir zeigst, was du drauf hast. Es ist Zeit zu beginnen. Bist du bereit? Bin ich.
Hol dir die Dragon Balls, bevor sie, bevor sie sie in die Finger kriegen. Es liegt an dir. Oh, okay. Das sind unsere Gegner. Oh, okay, aber so weit sind wir in der Story noch gar nicht. Also diese Gegner, die kommen erst später ran. Nee, nee, dann mache ich ja erstmal lieber was anderes. Ich werde mich erstmal noch um die restlichen Standorte hier kümmern, die wir uns ja ansehen müssen. So, das nächste ist dieses Haus da. So, wo willst du hin? Mr. Satans Haus? Ja, der hat auch eine schicke Bude. Nee, also erstmal muss ich ja hier hin, zu Majin Buus Haus. Ja. Okay, da sollte ich eigentlich auch noch nicht so ganz ran, aber egal. Gut, aber ich sehe es mir dann auch hier an. Mal sehen, wer hier ist. Ja, auf jeden Fall sind hier überall Majin unterwegs. Und ich rede mal mit dir hier. Jo. Ja, was geht? Die Kaioshin der Zeit hat mir alles gesagt. Ich bin der viertälteste der fünf Murasaki-Brüder. Ich heiße Akar. Ich forsche nach, warum Mr. Buus Haus von einem riesigen Zeitspalt erfasst wurde. Offenbar hat Mr. Buu das Haus nach dem Kampf mit den anderen Buu wieder aufgebaut. Keine Sorge, es ist nicht aus Leuten oder so. Buu liest schon seit Ewigkeiten Bücher. Er sagt, er hat sie von Mr. Satan. Was, denn Buu kann lesen? Ist mir jetzt ganz neu. Anscheinend sehnt Buu sich nach einer Familie, darum liest er jetzt ganz viel darüber. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber Buu ist ganz schön lernbegierig. Du solltest mit ihm reden, er scheint einiges auf dem Herzen zu haben. Ich? Niemals. Er macht mir Angst. Ja, Majin Buu lebt einsam und allein. Du solltest ihm dabei helfen, seine Familie zu vergrößern. Wenn du in Kondensiti etwas zu essen sammelst und es Majin Buu gibst, wird seine... Ja. Bis seine Fülleanzeige voll ist, wird ein neues Familienmitglied geboren. Normalerweise kann seine Familie höchstens 6 Mitglieder haben, aber wenn dein Charakter ein Majin ist, ist dieses Limit auf 10 erhöht. Ah, interessant. Okay, Majin-Typen, Rot-Superseele, Erholungsobjekt, Kostüm. Wenn du einem Familienmitglied 5-mal etwas zu essen gibst, erhält es eine zufällig bestimmte neue Farbe. Interessant. So, das ist Buus Haus und da können wir auch mal kurz reinschauen, sogar. Na, Großer, was geht ab? Juhu! Oh, hallo, kommst du zum Spielen? Juhu, du bist die erste Person, die zu Buus Haus kommt, abgesehen von Mr. Satan. Das macht Buu sehr glücklich. Was willst du spielen? Verstecken? Oder willst du was essen? Hast du was zu erledigen? Kannst du dich darum nicht spielen? Buu macht ein Haus, aber nur Mr. Satan kommt zum Spielen. Es ist spaßig, wenn Mr. Satan hier ist, aber Mr. Satan hat Videl und kann nicht lange bleiben. Mr. Satan sieht immer glücklich aus, wenn er von Videl redet. Videl ist wohl mehr als eine Freundin oder so. Videl ist seine Tochter. Buu wünscht sich irgendwie auch eine mehr als Freundin. Familie? Das heißt Familie? Buu will auch eine Familie. Buu braucht viel Stärke, um eine Familie zu machen, also muss er sehr, sehr viel essen. Okay, erhöhe die Anzahl der Buus. Das kriegen wir ja wohl irgendwann mal hin. Das kann ich ja mal so nebenbei machen, aber zuallererst, wie gesagt, erstmal die gesamte Story hier durchmachen und dann können wir ja mal weitersehen. So, gucken wir mal kurz. Wo muss ich jetzt dieses hin? Okay, dort. Das sieht nach Capsule Corporation aus, das da unten rechts. Okay, dann schauen wir mal da jetzt dieses hin. So, erstmal wieder Quantum City. So, und dann wollen wir mal sehen, wo müssen wir jetzt dieses hin? Ja, Capsule Corporation. Wo ist das? Da ist es ja. Und da werde ich ja wahrscheinlich auf Bulma treffen, denke ich mal. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spaßig. Und da bist du ja hier, Konkon. Jo. Was geht? Die Kaioshin-Zeit hat mir alles gesagt. Ich bin der zweitälteste der fünf Murasaki-Brüder. Ich heiße Konkon. Ich forsche nach, warum die Capsule Corporation von einem riesigen Zeitspalt erfasst wurde. Vegeta hat viel trainiert, um stärker zu werden. Du solltest mit ihm trainieren, wenn du mächtig genug dafür bist. Alles gut. Außerdem sollte ein Ninja anderen seine Text nicht vorführen. Offenbar hat Bulma etwas Neues erfunden. Angeblich ist es eine Maschine, die Kostüme in etwas anderes verwandelt. Du solltest sie mal ausprobieren, wenn sie fertig ist. Okay. Bei der Capsule Corporation kannst du deine Fähigkeiten gegen Vegeta auf die Probe stellen und nützliche Ausrüstung herstellen. Auch bekannt als QQ-Knalle. Okay, interessant. Wenn du gegen Vegeta antrittst, stehen dir einige Quests zur Auswahl, indem du dich mit Vegeta duellierst. Es sind mehr Quests verfügbar, wenn dein Charakter ein Saiyajin ist. Ah, das ist doch was für mich. Ja, QQ-Knalle können mit Hilfe der Fähigkeiten Mischmaschine hergestellt werden. Du kannst verschiedene Ausrüstungsteile zu einem QQ-Knall zusammenbasteln. Wenn du ein Materialobjekt einer Ausrüstung hinzufügst, wirst du noch mächtiger. Die Seltenheit von Kostümen und Materialobjekten wirkt sich auch auf die Qualität der erstellten QQ-Knaller aus. Okay.
Selbstgemachte QQ-Knalle übertreffen ihre gewöhnlichen Gegenstücke um ein Vielfaches, aber wenn du welche ausrüstest, erhältst du keine Attributboni durch andere Ausrüstung. Superseelen ausgenommen. Ah, okay. Mal sehen, ob ich das wirklich so richtig kapiert habe, aber erstmal sehen. Hier ist noch so alles. Ja, also ich könnte ja mit Vegeta, glaube ich, reden, oder? Hey. Wer bist du? Was willst du von mir? Rede nicht mit mir, wenn es nicht um etwas Wichtiges geht. Du störst mich beim Training. Ah, okay. Dann gehe ich wieder. Mann, der hat ja mal wieder Laune wie sonst was. Okay, und dahin ist Bulma. Okay, und Fähigkeiten-Mischmaschine. Danke für deine Geduld. Die Fähigkeiten-Mischmaschine wurde repariert. Die Maschine steht jetzt zur Verfügung. Bitte sprich mit mir, bevor du die Maschine benutzt. Ja, vor allem, Seni, das hast du nicht vergessen. Du musst unbedingt an die Seni denken. Das ist wichtig. Bitte wähle im Menü. Ah ja, okay. Okay, was haben wir hier alles? Also ich könnte ja was mischen. Nehmen wir mal das hier. Und dazu das. Oh, ich wünschte, ich hätte mal ein bisschen was doppelt. Ich hätte das nicht verkaufen dürfen. Ich bin so blöd. Naja, gut. So, okay, was können wir noch machen? Ich nehme mal so einen Kraftsplitter. Kraftsplitter Seni-Kosten. Ja, mal sehen, was dabei herauskommt. Ich probiere es einfach mal aus. Kuckuck-Knall. Okay, ein mysteriöses Power-Up der Sekt, um alle Parameter eines Kostüms mit seinen Parametern zu überschreiben. Aha. Okay, bin ich ja mal gespannt, was es jetzt wird. Also ich könnte es ja mal ausrüsten. Was ist das überhaupt für eine bescheuerte Musik im Hintergrund? Na, ist aber auch egal. So, Kuckuck-Knall. Okay, Ki und Schlag-Superangriff gehen runter, dafür aber Ausdauer und Grundangriff steigern an. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Hat es jetzt eigentlich ja hier... Jetzt hier das gesamte Kostüm jetzt hier überschrieben. Also sprich, dass jetzt alle Teile des Kostüms jetzt diese Werte annehmen. Das wäre interessant. Dann würde ich mal sagen, habe ich ja gar nicht mal so schlecht gemacht. Hey, hallo. Willst du auch die Fähigkeiten-Mischmaschine benutzen? Nein? Ich dachte, du wärst hier, weil du die ganzen guten Kritiken zur Maschine gelesen hast. Was für eine Maschine... Was das für eine Maschine ist? Nun, sie entzieht Kostüm die Energie und nutzt sie, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Ich habe sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, um weitere Daten sammeln zu können. Probier sie ruhig mal aus. Der Roboter am Eingang hilft dir bei der Bedienung. Also gib ihm mal deine nicht benötigten Kostüme. Okay, das können wir ja machen. Sag mal, wie viel kann ich da eigentlich überhaupt insgesamt ausrüsten? Muss ich mal kurz gucken. Also ich kann ja immer nur so eins davon hier nehmen. Genau. Und ich kann ja, glaube ich, später dann immer noch sowas da hinzufügen, oder? Ja, da haben wir eigentlich auch etwas. Hier so Level 2. Oh, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Boah, wenn ich so sehr ehrlich sein soll, der gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich denke mal, ich nehme lieber den hier als eigentlich ja vorzugsweise rein. Weil Ausdauer und Ki sind ja doch ein bisschen wichtiger als jetzt eigentlich ja die reine Schlagkraft. Ja, das nehmen wir dann mal so. Okay, aber wo kann ich jetzt hier eigentlich ja die richtigen Missionen annehmen? Das interessiert mich ja jetzt mal. Gucken wir mal hier. Okay, oh, das sind Trunks und Son Goten. Ja, die spielen ein bisschen. Lassen wir sie einfach mal. Bisschen Sparring wäre zwar auch ganz cool, aber nein, nicht unbedingt nötig. Kann ich eigentlich hier raus? Nein. Dass es die aber auch hier gar nicht stört, dass die jetzt hier einfach mal so irgendwo mitten im Nirgendwo drin sind. Ja, okay, und mehr kann ich jetzt eigentlich hier auch gar nicht machen. Na gut, dann verziehen wir uns einfach mal wieder. Wir gehen einfach mal wieder raus. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch eine Sache da. Und oh, so wie es aussieht, ja genau, da hinten beim Haus des Oberältesten habe ich sogar wieder eine Mission offen. Und bei Freezers Orbiter ja eigentlich auch noch. Sollte ich vielleicht mal nochmal hingucken. So, was ist das eigentlich das letzte hier? Das ist irgendwo in der Nähe von der, ja, von der Akademie da. Vielleicht kann ich ja von hier aus sehen, was für ein Gebäude das ist. Ja, da hinten, das muss das da sein, das schwebende Teil da.
Geldkoffer. So, gucken wir mal nach. Also es müsste mich ja... Genau, das ist das hier. Mr. Satans Haus. Ach so, das ist es also. Gut, dann gehen wir mal da als nächstes hin. Mr. Satans Haus. Dort sollte ja der älteste der fünf Murasaki-Brüder sein. Und da ist sogar auch Mr. Satan. Ja, gut. Jo. Hey. Ja, was geht? Die Kerl in der Zeit hat mir alles gesagt. Ich bin der älteste der fünf Murasaki-Brüder. Ich heiße Murasaki. Mein Schicksal steht seit meiner Geburt fest. Als Fünflinge sind wir geboren, um Ninjas zu werden. Aber genug von mir. Du bist sicher hier, um mehr über diesen großen Zeitspalt zu erfahren. Ich forsche nach, warum Mr. Satans Haus von einem riesigen Zeitspalt erfasst wurde. Außer, ja, großer Saiyaman 1 und 2 sowie das Mitglied der Galaxiepatrouille kämpfen, um den Frieden zu wahren. Du solltest der große Saiyaman 3 werden und ihnen helfen. Wer ich? Nein, auf keinen Fall. Ninjas arbeiten verdeckt und im Hintergrund. Ah ja, Gerüchten zufolge soll Mr. Satan nach einem guten Leibwächter suchen. Wenn er dich nimmt, verdienst du bestimmt gut. Überleg's dir mal. Ja, okay. Bei Mr. Satans Haus kannst du der Schüler des großen Saiyaman werden und an seiner Seite gegen mächtige Schurken kämpfen oder Zenny verdienen, indem du als Mr. Satans Leibwächter arbeitest. Um Mr. Satans Leibwächter zu werden, musst du alle seine Aufträge erfüllen. Sobald er zufrieden ist, wirst du mit Zenny belohnt. Du erhältst mehr Zenny, wenn dein Charakter ein Erdling ist. Ah, interessant. Ja, wieso eigentlich ja nicht? Und dann können wir auch gleich mit Mr. Satan reden, aber ich gucke mich erstmal nochmal in aller Ruhe um. Mal sehen, vielleicht ist hier was Interessantes. Ah, okay, sonst ist hier anscheinend keiner. Oder die sind im Haus drinne. Naja, werden wir ja gleich sehen. Also erstmal schauen. Ah, es ist ja blöd, dass ich erstmal hier noch warten muss, bis ich die Lizenz habe. Oh, und da sind ja sogar Leute. Großer Saiyaman 1, großer Saiyaman 2 und der gute Jacko ist hier. Oder Jacko. Ich nenne lieber Jacko. Jacko. Ja, hallo. Hey, du da. Ja, dich meine ich. Ich spüre, dass du einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hast. Hast du mal daran gedacht, deine Stärke für das Gute einzusetzen? Schließe dich uns an und hilf uns, den Frieden zu wahren. Ich bin übrigens der große Saiyaman 1. Wirst du uns unterstützen? Hoffentlich gibst du mir die Antwort, die ich hören will. Ja, wir können soeben einen Kandidaten, ja, für den dritten Platz in unserem Team gefunden haben. Du könntest recht haben, Nummer 2. Das könnte die perfekte Besetzung für unseren Boten der Gerechtigkeit sein, der große Saiyaman 3. Das ist ja fantastisch. Was meinst du? Hast du das Zeug dazu, das Böse im Namen der Gerechtigkeit zu bekämpfen? Klar. Ja, Gerechtigkeitspatrouille. Jo, da können wir auch später auch noch Aufträge annehmen. Aber ich kann trotzdem eigentlich auch mich für Mr. Satan hier anheuern lassen, oder? Ja. Hey, du da, du siehst irgendwie wie ein Kämpfer aus. Ja, weißt du, wer ich bin? Hey, versuch nicht, deine Überraschung zu verbergen. Na, ich bin der Stärkste auf der ganzen Welt. Ich bin der Weltmeister Mr. Satan. Heute muss dein Glückstag sein. Ich suche nämlich zufällig gerade jemanden, der für mich arbeitet. Hast du Lust, mein Leibwächter zu werden? So eine Chance bekommst du nicht jeden Tag. Hey! Was ist denn das für eine Reaktion? Du könntest wenigstens versuchen, mir irgendwie zu antworten. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, nervös zu sein, wenn man vor dem Weltmeister steht. Aber ich sag es dir, mich zu beschützen wäre für jeden auf der Erde die höchste Ehre. Also, was meinst du? Willst du mein Leibwächter sein? Ich sorge auch dafür, dass du deine anständige Belohnung bekommst. Ach klar, wenn es ums Geld geht. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Das ist deine Gelegenheit, einen Superstar zu beschützen. Niemand bei klarem Verstand würde sich so eine Chance ergehen lassen. Es war echt ein Glück, dass du mich gerade jetzt angesprochen hast. Ich weiß, dass unsere Verhandlungen schon recht weit gediehen sind, aber es gäbe dann noch eine Kleinigkeit. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe meine Zweifel, ob du wirklich stark bist. Oh, das ist es. Ich stelle dir einfach eine Aufgabe, die... Dann sehen wir, ob du würdig bist, mein Leibwächter zu werden. Wenn du den Test bestehst, darfst du mein Leibwächter werden. Also reden wir gleich weiter um den heißen Brei herum. Fangen wir am besten gleich mit dem Test an. Okay, Mr. Satans Herausforderung. Schieße 5 Quests ab. Jede Art von Quest ist zulässig. Tja, das war zu einfach. Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich habe dich vielleicht unterschätzt. Ich will ja nicht angeben, aber ich könnte sowas ganz locker in 30 Minuten erledigen. Wenn du dich anstrengst, wirst du vielleicht irgendwann mal fast so gut wie ich. Ha! Na, ja, das werden wir gleich sehen. Okay, ja, das war ja einfach. 5 Quests haben wir ja schon bereits ja gemacht. Also nicht nur Zeitpatrouille, sondern auch was anderes, so ein Zeug. Also deswegen war das ja eigentlich ja kein Problem. Jawohl, ich denke mal, wir haben jetzt alles, was wir wollten. Ja, jetzt muss ich also wieder runter zum Zeitnest. Dann machen wir das einfach mal. Was ich aber eigentlich ja vorher nochmal machen könnte, weil ich ja...
Ja, genau. Eigentlich hatte ich ja gesagt, ich würde ja gerne noch eine Parallelquest jetzt gerne hier noch in den Part mit reinnehmen. Oder zwei oder so. Also ich denke mal jetzt hier mit Zeitpatrouille fortsetzen. Dafür würde die Zeit jetzt nicht reichen. Also machen wir lieber einfach mal eine einfache Quest. Oh, und... Ah, ich habe das jetzt total vergessen. Ich habe ja noch eigentlich ja so nette kleine Überraschung jetzt hier noch für euch parat. Etwas, was ich eigentlich ja noch hier so vorher noch als DLC noch runterladen konnte. Und ich hoffe mal, ich finde ihn jetzt auch. Also er sollte ja irgendwo hier sein. So, hier irgendwo. Ja, und da ist er ja. Der DJ. Tag, was geht ab? Ja, dieser DJ ist eigentlich ja ziemlich speziell. Nicht nur, dass er jetzt die gleichen Klamotten trägt wie wir. Er hat sogar auch was Cooles drauf. Schauen wir mal, was er hat. Ja. Magst du dir nicht mein Lied anhören? Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ihr hört es ja vielleicht sogar schon ein bisschen. Also, man kann ja sich eigentlich hier verschiedene Musikstücke von diesem Typen hier anhören. Ja, dieser DJ hier ist eigentlich auch besser bekannt als Steve Aoki. Beziehungsweise, das ist ja hier sein Charakter. Und diesen kann man ja eigentlich ja kostenlos als DLC herunterladen, um sich einfach mal verschiedene Musiktracks anzuhören. Also, er taucht eigentlich ja in jeder Konsolenversion eigentlich an dieser Stelle hier auf, sobald man das DLC geladen hat. Und dann kann man sich einfach mal hier von ihm so ein paar neue Songs anhören. Gut, aber erst einmal genug davon, also alles Weitere kommt dann später noch dazu. Ja, ein paar Sachen sind sehr interessant, aber naja gut, so ein Techno-Mix ist nicht ehrlich gesagt meins, aber naja, was soll's. Klingt aber auch trotzdem auf jeden Fall interessant, aber jetzt erstmal zum Wesentlichen. Ich wollte jetzt erst einmal eine weitere Parallelquest machen, weil ich unbedingt eine bestimmte Attacke haben möchte. Das habe ich mir jetzt einfach mal so aufgehoben, weil ich ja gerne das in die Aufnahme mit einbeziehen wollte. So, Kaioshin der Zeit, die ist dann noch da hinten. So, kann ich jetzt nur hoffen, dass jetzt gleich hier der Song zu Ende geht, sobald ich jetzt hier die Quest gemacht habe. So, und weiter geht's. Erstmal hier, genau, Offline-Parallel-Quest. Können wir mal machen. So, reden. Wähle eine Quest zum Annehmen. So, da hatte ich ja das hier gemacht. Okay, die wollte ich jetzt zwar nicht unbedingt haben. Sondern genau die wollte ich. Und ja, Saiyajin Blut. Son Goku weigert sich. Er ist eine Schande für die Saiyajin. Mach ihn fertig. Ja, und da können wir ja nämlich ja jetzt das Kamehameha gewinnen. Und das werde ich mir jetzt holen. So, dann machen wir mal folgendes. Erst einmal, ja, nehme ich mir mal wieder meinen Charakter. Und wen nehme ich dann jetzt hier als... Ja, Unterstützung mit? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal erstmal wieder hier Goku Black. Und, ja, gute Frage, wen er noch? Sag mal, habe ich überhaupt Thales dabei? Nee, sieht wohl nicht so aus. Ach, dann nehme ich den normalen Goku. Warte mal, welche kann ich alles hier mitnehmen? Ah, okay, Meister Kaioki, das nehmen wir mal mit. Das sollte auf jeden Fall schon mal ordentlich Power bringen. Dann machen wir einfach mal schnell so eine Quest fertig. Saiyajin Blut. Besiege Piccolo und Son Goku. Ja, das sollte hoffentlich schnell gehen. Ah, na toll. Habe ich jetzt erstmal hier nicht genug Ki dabei? Okay, gut, das hätten wir. Wo ist jetzt der nächste? Ah ja, genau. Hier, Son Goku, den müssen wir auch noch schnell fertig machen. Nimm's nicht persönlich, Son Goku, das muss jetzt sein. Oh,
So, da wollen wir mal so ein bisschen rumprobieren. Makan Kosa Power! Funktioniert nicht. Ich treffe nicht. Viel zu geringe Trefferrate, dafür, dass das Ding so viel Ki kostet. Na, ist aber auch egal. So, kommt erstmal gleich der nächste dran. Okay, Sonnenhorn. Na gut, das wird ja hoffentlich nicht schwer sein. Hey! Naja, natürlich muss ich treffen. Okay, guter Schlag. Ah, shit. Voll ausgewichen. Und das war's. Der Kleine ist K.O. Oh, aber das war noch nicht alles. Son Goku will's wissen. Na schön, du willst es ja nicht anders. Dann verprügele ich dich eben nochmal. Oh, voll daneben. Okay, überhaupt nicht erwischt. Ah, da ist er. Au! Na, warte, das lässt du mal schön bleiben. Warte, dich kick ich Son Goku, jetzt bist du dran. Na, also das war's. Ultimativer Finisher. Geschafft. So, bin ich mal gespannt, was für ein Set. Ja, Set-Rank. So gut, sehr gut. So, hoffentlich kriege ich jetzt auch das, was ich brauche. Und... Ah, schade, leider doch nicht gekriegt. Doch, kein Kamehameha für mich. Na gut, das lasse ich ja nicht einfach so auf mich sitzen. Ich will die Attacke haben. Oh, oh, warte mal, da liegt ja was. Was ist das? Ich will das einsammeln. Los. Arales Häufchenstock. Oh, okay. Ist zwar ein bisschen eklig, aber ich hatte ja eigentlich schon mal so ein Teil gesammelt und das Ding ist eigentlich echt ziemlich viel Geld wert. Also kann man es ja ruhig mal nehmen. So, hier habe ich ja alles ja hier als S-Rang geschafft, das ist ja schon mal sehr gut, aber ich will ja trotzdem das Kamehameha erlernen. Obwohl, es gibt ja eigentlich ja noch bessere Varianten davon, also deswegen... Naja, was soll's, ich probiere es einfach nochmal. Gut, dann schnappen wir uns mal unseren Charakter. Und... Ich glaube, ich nehme dann diesmal wirklich mal wieder die richtig stärkeren und den nehme ich dazu. Gut, das reicht. Dann warten wir mal einen kurzen Moment, bis wieder alles geladen ist. Okay, Saiyajin Blut, die zweite. Und diesmal mache ich das sogar noch schneller. Okay, Piccolo ist schnell weg. Das war ja einfach. So, wo ist Son Goku? Goku, steckst du? Wo sind denn die? Leute? Hallo? Ach, da hinten seid ihr. Gibt's doch echt nicht. Habe ich die erstmal eine Weile fast nicht wiederfinden können. So, dann fangen wir mal an. Neo Kiko Kanone! So, das war's. Hat aber leider nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft hatte. Schade eigentlich, aber naja gut. Kann ja passieren.
Okay, ich brauche unbedingt erstmal wieder Ausdauer. Na, na, na. Hörst du mal auf damit? Mich zuschlagen. So, nimm das. Und? Oh, das war's schon. Diesmal kein Son Gohan. Na gut, dann eben nicht. Aber Hauptsache, ich krieg das Kamehameha. Mann, immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Na schön. Hilft das ja nichts. Dann muss ich das wohl eben beim nächsten Mal versuchen. Weil, ja, die 30 Minuten sind ja jetzt leider schon um. Also kann man ja nichts machen. Also, Freunde, wieder mal vielen Dank hier fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Dragon Ball Xenoverse. Und dann werde ich auch auf jeden Fall das Kamehameha dann wahrscheinlich ja bekommen. Naja, wäre eigentlich ja wirklich schön, wenn ich es tatsächlich jetzt in der Quest geschafft hätte. Aber ich denke mal, ich hol's mir jetzt dann doch lieber offscreen. Also dann, vielen Dank hier fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!